Die Sache mit den Klößen, Erich Kästner. Der Peter war ein Renommist. Ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renommist, das ist ein Mann, der viel verspricht und wenig kann. Wer fragte, wie weit springst du, Peter? Bekam zur Antwort, 7 Meter. In Wirklichkeit, ich hab's gesehen, sprang Peter bloß, 3,10 Meter. So war's immer. Peter log, dass sich der stärkste Balken bog. Und was das Schlimmste daran war? Ich glaube meine Lügen gar. Als man einmal vom Essen sprach, da dachte Peter lange nach. Dann sagte er mit stiller Größe, ich esse manchmal 30 Klöße. Die anderen Kinder lachten sehr. Doch Peter sprach, wenn nicht noch mehr. Nun gut, rief Kurt, wir wollen wetten. Wenn sie das bloß gelassen hätten. Der Preis bestand, besprachen sie, in einer Taschenbatterie. Der Koch von Kurts Eltern kochte die Klöße. Auch wenn ich es nicht mochte. Kurts Eltern waren ausgegangen. Es wurde endlich angefangen. Vom ersten bis zum sechsten Kloß war aber noch nichts Besonderes los. Die anderen Kinder saßen stumm wie Peter und die Klöße rum. Beim siebten und achten Stück bemerkte Kurt, da wird schon dick. Beim zehnten Kloß ward Peter weiß und dachte, Kurt erhält den Preis. Ihm war ganz schlecht, doch hat er heiter und aß, als ob es ihm schlecht gewesen. Er schob die Klöße in den Mund und wurde langsam kugelrund. Der Anzug wurde langsam knapp. Die Augen quollen aus dem Kopf, doch griff er tapfer in den Topf. Nach 15 Klößen in Gesang und Stöhnen in der Küchenbank. Der Koch Waldemar erschrak, als er so still am Boden lag. Dann fing er gräßlich an zu husten. Dass sie den Doktor holen mussten. Hallo? Um Gottes Willen, rief er aus. Der Junge muss ins Krankenhaus. 4 Klöße stecken ihm noch im Schlund. Das war natürlich ungesund. Mit Schmerzen und für teures Geld ward Peter wieder hergestellt. Das Renommieren hat zu Zeiten auch seine großen Schattenseiten.